Kann man heute unbefangen über Glauben und Religion sprechen? In Zeiten, in denen sich Terroristen im Namen Gottes in die Luft sprengen und Menschen töten? Nein. Und deshalb fragen wir heute ganz ketzerisch, wäre die Welt ohne Glauben ein besserer Ort? Das Thema bei Sandra Maischberger. Spaltet Religion die Welt? Unsere Gäste. Heiner Geißler, der CDU-Politiker, warnt vor fundamentalistischen Tendenzen, sowohl im Koran als auch im Alten Testament. Mit seiner Kirche geht der Katholik hart ins Gericht. Die Psychologin und Atheistin Angelika Kalvas ist überzeugt, wenn Religion fanatisch-ideologische Züge annimmt, führt das zu Glaubenskriegen und spaltet die Welt. Die frühere Bischöfin Margot Käßmann widerspricht. Jede Religion lässt sich für Machtfantasien missbrauchen. Aber viele Gläubige tragen zum Frieden in der Welt bei. Der katholische Publizist Martin Lohmann ist besorgt. Nie zuvor sind so viele Christen diskriminiert, bedroht und verfolgt worden. Der Bestsellerautor Philipp Möller kritisiert, dass auch Nichtgläubige gezwungen werden, die Kirchen mit Milliarden Steuergeldern zu finanzieren. Die Welt wäre ohne Religion besser dran. Die Journalistin und Muslima Khola Mariam Hübsch sagt, es ist naiv, die Schuld an Krieg und Terror in der Religion zu suchen. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie zusehen und würde gerne mit Frau Hübsch und einer Schätzfrage anfangen. Frau Hübsch, es gab eine Umfrage. 55% der Deutschen assoziieren mit dem Christentum Friedfertigkeit. Was glauben Sie, wie viele in derselben Umfrage das mit dem Islam tun? Ich fürchte, weil ich ja die Umfragen auch kenne, es sind sehr wenige. Ich schätze 10. 7 in dieser Umfrage. Aber ich nah dran, leider. Ja. Ist das ungerechtfertigt? Oder kann man es verstehen? Ich verstehe es, weil wir eine globale Situation haben, wo einfach das die Wahrnehmung prägt. Ja? Der globale Terrorismus, der im Namen des Islams wütet. Es ist ungerechtfertigt gegenüber der Lehre des Islams, die ja eigentlich im Namen schon trägt, dass es da um eine Friedensbotschaft geht. Aber ein Stück weit sind die Muslime auch selbst schuld, wenn sie eine Theologie vertreten oder auch innerislamisch nicht weit genug darüber diskutieren, wie es sein kann, dass eine gewaltaffine Theologie es bis in den Mainstream hinein geschafft hat. Ich spiele da auf den Wahhabismus an, der mit Todesstrafe auf Blasphemie, auf Apostasie natürlich ganz viel dazu beiträgt, dass wir eine Krise in dieser Region haben. Aber ich bleibe dabei, das ist nicht das einzige Problem. Also es ist die Interpretation des Islam, die sich Wahhabismus nennt in diesem Falle. Herr Geißler, tut man dem Islam an sich, und das wird ja häufig dann generalisiert, Unrecht, wenn man sagt, er hat mehr Gewaltbereitschaft in sich als das Christentum? Damit tut man dem Islam nicht Unrecht, aber es ist eben mehr als eine Lüge, wenn man behauptet, dass die Religionen keine Ursache setzen würden für den Zwietracht. Denn es gibt keine absolute Wahrheit. Nehmen aber die Religionen alle nehmen eine absolute Wahrheit für sich in Anspruch. Die evangelische, die katholische, die christliche Religion, absolute Wahrheit, der Koran. Und es ist ganz klar, schon Glasenapp, ein großer Religionswissenschaftler, hat gesagt, es ist die Ursache, nicht wahr, dafür, dass es eben Streit gibt, vor allem wenn sich der Glaube, die Religiosität verbindet mit ganz menschlichen Ideologien, zum Beispiel dem Nationalismus, wie wir das zurzeit in Polen haben. Deswegen ist das, die Frage ist nur zu beantworten, wenn man die Frage nach Gott stellt. Und jede Religion hat ihren eigenen Gott. Die katholische, evangelische Theologie hat Gottesbilder, die völlig unmöglich sind. Der Islam hat Gottesbilder, die erst recht unmöglich sind. Und sie stehen gegeneinander. Deswegen sind, wenn jemand den Glauben nicht gehabt hat, vor 400 Jahren bei uns die Leute auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden und zurzeit werden sie erschossen oder sonst wie malträtiert. Also mit Gott wird so viel Missbrauch getrieben. Das ist der eigentliche Grund. Das ist eine blasphemische Form der religiösen Aussage, dass nämlich Gott in Beschlag genommen wird für das, was an fundamentalistischen Aussagen von den Religionen gemacht wird. Dann wären es die Menschen, die es tun. Herr Möller, also verbinden Sie mit dem Christentum Friedfertigkeit? Ja, das hängt ein bisschen davon an, welche Teile des Christentums man betrachtet. Man muss ja bedenken, dass die deutschen Christen unheimlich einen kleinen Teil der Christen weltweit ausmachen. Auch das Christentum ist ja in sich kein schlüssiges Gebilde, kein homogenes Gebilde. Ja. Ich persönlich halte das Christentum vor allen Dingen für eine unethische Lehre, weil sie Selbstbestimmung verhindert
und damit auch persönliches Glück verhindert. Auch das müssen wir vertiefen, aber wir sind jetzt noch bei dem Punkt der Gewalt tatsächlich und haben einmal nur mal versucht herauszustellen, Gewalt im Zusammenhang mit Religion ist in der Tat nichts Neues und wir haben das in der Menschheitsgeschichte schon so manches Mal gesehen. Juni, London. 22. Mai, Manchester. 22. März, London. 19. Dezember 2016, Berlin. 13. November 2015, Paris. Seit Jahren erschüttern uns islamistische Terroranschläge. Doch Gewalt im Namen einer Religion ist kein neues und erst recht kein islamisches Phänomen. Im Mittelalter führte die katholische Kirche auf Geheiß des Papstes Kreuzzüge gegen Juden, Muslime und Ungläubige. Die Missionierung endete in blutigen Kriegen. Egal ob Katholiken und Protestanten in Nordirland, Sunniten und Schiiten im Mittleren Osten, Juden und Muslime in Israel, Christen und Muslime in Ägypten. Krieg und Terror, stets im Namen Gottes. Wäre die Welt ohne Religionen friedlicher? Herr Lohmann, Sie sind ein bekennender gläubiger Katholik. Vorsicht, wenn man mit dem Finger auf die muslimische, islamistische Gewalt zeigt, als Christ? Ich glaube, dass die islamistische Gewalt, der islamistische Terror, den wir heute erleben, vor allen Dingen dem Islam schadet. Und dass er deutlich macht, dass jede Form von Missbrauch von Religion böse ist und jede Form von Terror erst recht. Sie haben die Kreuzzüge gerade gezeigt. Da braucht man, ich bin Historiker, nicht nur Theologe, da müsste man natürlich schon differenzieren. Die ersten zwei Kreuzzüge waren Kreuzzüge, die eigentlich nicht mit dem dritten und dem vierten vergleichbar sind. Da haben damals die Christen im Heiligen Land den Papst um Hilfe gebeten. Man muss sich ein bisschen auskennen. Es ist immer so eine Taste, die man drückt, dass man sagt, die Kreuzzüge sind ja auch schon lange her. Ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung. Und das Christentum hat gelernt. Und die Muslime hatten damals... Damals wurden von den Muslimen die Christen im Heiligen Land bedrängt und haben um Hilfe gerufen. Und die Christen haben den Papst um Hilfe gerufen und der hat lange nicht reagiert. Und irgendwann hat der Papst das kapiert, wir müssen den Leuten helfen. Und der erste Kreuzzug war kein blutiger Kreuzzug. Aber wir können uns darauf einigen, ging's um Hilfe. Also dass es immerhin, unter dem Stichwort aber wenn es um Gewalt geht, wurde, darauf könnte man sich, bitte? Man könnte sich darauf einigen, dass unter dem Rubrum-Kreuzzug auch dann Blut vergossen wurde. Da ist auch einiges schiefgelaufen und das ist schlimm. Böse. Das ist sehr, sehr böse, was da... Ja, natürlich, ne, Entschuldigung. Also wenn Menschen umgebracht werden. Aber wir reden heute, der Anlass dieser Sendung ist ja der islamistische Terror, den wir haben. Nee, der Anlass ist die Frage, und das wäre meine erste, und die haben wir auch gerade gestellt, ob Religion die Welt spaltet durch Kriege. Ich glaube nicht, und dass Gewalt. Religion die Welt spaltet, sondern der Missbrauch der Religion spaltet die Welt. Und den haben Katholiken genauso betrieben wie... Da haben auch Katholiken Fehler gemacht, da haben Protestanten Fehler gemacht, denken wir an den 30-jährigen Krieg. Aber das sind jetzt, wir reden eigentlich über die heutige Zeit. Und wir wollen, ich wünsche mir eine Welt, ein Miteinander der großen Toleranz und des Verständnisses, dass man Religion wirklich als Vehikel des Friedens begreift. Und das Christentum ist eine Religion des Friedens. Wenn man den Gottessohn Jesus Christus ernst nimmt, dann wissen wir, dass wir kein Recht zur Gewalt haben, kein Recht zum Missbrauch, kein Recht zum Terror, kein Recht, andere zu töten, sondern dann müssen wir Ja sagen zur Freiheit, Ja sagen zur Toleranz, Ja sagen zum Respekt. Das ist die Botschaft Jesu Christi, des Gottessohnes. Darf ich Frau Kalvers mit einbeziehen? Eine bekennende Atheistin unter uns. Finden Sie es falsch, dass man die Kreuzzüge in einem Atemzug nennt mit dem heutigen islamistischen Terrorismus? Oder sehen Sie da einen Zusammenhang? Ich sehe durchaus einen Zusammenhang. Das ist, also Sie hatten das ja vorhin erwähnt, Herr Geißler. Der Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum sind 500 Jahre der Entstehung. Und es scheint irgendwie immer im Rahmen einer... Es kann Religion sehr schnell entarten zu einer Ideologie, ganz bestimmte Phasen zu geben. Und offenbar ist eben eine Phase die Missionierungsphase, wo man nämlich glaubt, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben, statt die Toleranz zum Beispiel auch gegenüber Andersdenkenden, die zum Beispiel auch wie der Islam oder das Judentum, ich meine, man könnte sich auch darauf einigen, wir sind alle monotheistisch orientiert, so was Gemeinsames, wir alle gehen auf Abraham zurück, ist ja auch was Gemeinsames, aber das wird nicht getan, sondern irgendwann ist die Abgrenzung und einer sagt, ich habe die Wahrheit und im Namen dieser Wahrheit, die eine Form von Fanatismus annimmt, wird gemordet.
Der andere wird nicht mehr als ein Mensch gesehen, sondern als ein Gegner, der nicht lebenswert ist, wenn er nicht den gleichen Glauben verfolgt. Genau, dann können wir doch verkürzt, Frau Käßmann, ich würde gerne Frau Käßmann auch noch in die Diskussion mit einbeziehen, dann könnte man doch verkürzt sagen, wäre doch besser, es gäbe diese Religionen gar nicht, weil dadurch, dass jeder für sich den Wahrheitsanspruch hat, gibt es eben am Ende auch eine kriegerische und eine gewaltsame Auseinandersetzung. Spaltet also Religion die Welt und macht sie zu einem kriegerischen Platz. Also ich denke, die Aussage wäre in der Tat verkürzt, weil ich zum einen zugeben würde, dass Religion sich verführen lässt und auch verführt wird, Öl in das Feuer von Konflikten zu gießen. Und da können wir auch aus der Christentumsgeschichte keine sonnige Geschichte machen. Das gab es immer wieder und ich würde es auch nicht ausschließen, dass es das heute gibt und weitergeben wird. Aber Religion kann eben auch zum Frieden beitragen, wenn Menschen ihre Religion ernst nehmen. Und ich sage mal, aufgeklärte Religion würde nie sagen, es gibt nur meine Wahrheit. Ich sage für mich, ich habe meine Wahrheit gefunden in meinem Glauben. Ich bin Christin, überzeugte Christin. Aber ich respektiere, wenn jemand einen anderen Weg zu Gott findet. Ich respektiere auch, wenn jemand sagt, er kann ohne Gott leben. Und das ist die Frage, können wir in einem demokratischen Land zusammenleben und sagen, du kannst religiös sein, wie ich, anders religiös sein oder ohne Religion leben. Nur dann trägt es zum Frieden bei. Also insofern denke ich, Religion kann zum Frieden beitragen. Gerade weil wir wissen aus politischen Konflikten, dass oft die religiös motivierten Akteure, dafür gibt es auch viele Geschichten, dass die von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort ziehen und versuchen, Konflikte zu bewältigen. Ja, das ist ein schönes Szenario, nicht wahr, dass wir da miteinander aufstellen. Aber in Wirklichkeit können wir das nicht so betrachten, dass Protestanten und Katholiken friedlich zusammenleben. Sondern wir leben in einer Zeit, wo die Welt total in Unordnung ist. Aber Protestanten und Katholiken leben doch relativ friedlich zusammen. Vollkommen in Unordnung. Erst neulich stand wieder die Ermordung oder das Verhungern, der Tod von 22 Millionen Menschen im Sudan, in Nigeria und so weiter und so fort. Zur selben Zeit haben die Kirchen, auch die evangelische Kirche, die haben gesungen, großer Gott, wir loben dich. Oder die Gesänge der drei Jünglinge im Feuerofen. In Wirklichkeit ist die Welt total in Unordnung. Und die Frage ist, was können die Religionen dazu beitragen? Und ich plädiere sehr dafür, dass man genau unterscheidet zwischen einer Religion, die haben Sie ganz richtig beschrieben, auch was das Christentum anbelangt, zum Beispiel das Evangelium. Ich war an das ich auch glaube, weil ich weiß, dass es gesagt worden ist. Aber wir müssen das trennen von Gott. Gott ist der ganz andere. Er hat schon das vierte Laterankonzil 1214 erklärt. Und wir tun so, nicht wahr, als ob das Verbot von Kondomen, von Abtreibung und was weiß ich allem Gottes Wille sei. Sonst jetzt bin ich ja Protestantin. Ja, bei Ihnen ist es vielleicht nicht so, aber es sind ja andere Sachen, nicht wahr? Und bei Ihnen erst recht. Also die Welt befindet sich in einer unglaublichen Unordnung. Ja, woher kommt denn die Unordnung? Ich finde, es ist reichlich naiv zu meinen, dass das nur von irgendwelchen tradierten Überlieferungen kommt. Die Unordnung, die wir heute erleben, die hat auch maßgeblich etwas damit zu tun, dass wir eine Gesellschaft haben, dass wir Länder haben, die andere Länder ausbeuten und dass wirtschaftliche Interessen letztendlich dazu führen, dass moralische Prinzipien hinten angestellt werden. Ja, wenn zum Beispiel ein Trump, wenn eine Bundesregierung, Entschuldigung, wenn eine Bundesregierung, Sie unterbrechen mich auch gerade, lass mich kurz den Gedanken noch. Wenn wir gemeinsame Sachen machen mit Saudi-Arabien und Waffen dahin liefern, dann ist das eine Form der Haltung, die zeigt, dass wirtschaftliche Motive letztendlich entscheidend sind und nicht moralische Prinzipien, das politische Handeln prägen. Und das führt auf der ganzen Welt dazu, dass Menschen sich abgehängt fühlen, dass Menschen ausgegrenzt fühlen, dass 62 Personen der Welt so viel verdienen wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist nicht ein anderer Disput. Das führt dazu, dass wir eine Unordnung in diesem Land haben, die durch Frustration und Ausgrenzungserfahrung entsteht. Und in einer solchen Gesellschaft, wo einfach eine soziale Ungerechtigkeit überall wütet, ist natürlich dann der Mensch anfällig für Ideologien. Und das sind nicht unbedingt religiöse Ideologien. In dem Moment, wo Religion zur Ideologie wird, ist natürlich ein Problem. Ja. Aber die großen Weltkriege, da war eine Wirtschaftskrise davor. Das Problem. Und dann waren diese Weltkriege natürlich keine, die waren nicht religiös begründet, da war eine faschistische Also Sie sagen, es gibt Kriege, die eben nicht durch Religion ausgelöst werden, aber das sind die großen blutigen Konflikte unserer Zeit. Ja, das zu reduzieren auf das Problem Religion, finde ich, ist ein bisschen gewagt, weil das Entscheidende ist doch, dass wir eine Ideologie haben. Gut, ich diskutiere nicht mit, aber Herr Geißler tut es und die anderen. Ja, jetzt sehen Sie, Sie schieben dieses Fass auf Berlin und auf die Politik. Die Frage heute Abend ist doch interessant, eine ganz andere Frage. Was tun die Kirchen, was tun die Religionen, damit die Unordnung auf der Welt beseitigt wird? Und da richtet nun der Islam überhaupt nur Unordnung an. Aber große Teile, jetzt Moment mal, große Teile natürlich früher der Christen genauso.
Der Gott des Evangeliums, dem ist nie so geschadet worden, als erstens durch die Theologie, die katholische und evangelische Theologie, und zweitens durch die Verbrechen, die Christen im Namen Gottes begangen haben. So. Und im Namen von Allah werden Untaten und Verbrechen begangen. Ich weiß, das kann man gar nicht aufzählen. Das ist das Problem. Dann würde ich aber gerne, wenn Sie mir das erlauben, ich würde tatsächlich gerne, ohne das außer Acht zu lassen, dass Kriege auch aus anderen Gründen begonnen werden, würde ich gerne Sie doch noch mal zurückführen auf die Frage, wie hoch oder welchen Anteil hat die Religion. Und ich möchte gerne noch einfach auf die Realität hinweisen, die wir in der Tat im Moment in der Gegenwart haben. Es gibt einfach diese islamistisch motivierten Anschläge. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Es gab eine Wutrede, so wurde sie genannt, eines Konzertveranstalters. Er heißt Marc Lieberberg, Sohn von Holocaust-Überlebenden. Er hat Rock am Ring veranstaltet und diese Veranstaltung ist abgesagt worden wegen Terrorverdachts. Und dann hat er diese Rede gehalten, die am Ende viele gehört haben. Ja. Frau Hübsch, das ist die Frage. Hat der recht, wenn er sagt, ihr müsst doch dann auch bei dem, was im Namen eures Gottes passiert, einfach auf die Straße gehen? Naja, zwei Punkte dazu. Das eine ist, das ist natürlich ständig schon passiert. Also ich gehöre zur Ahmadiyya-Gemeinde, gehen Sie da mal auf die Webseite, auf ahmadiyya.de. Ständig finden Sie dort Pressemitteilungen, Distanzierungen, Märsche, Demonstrationen, die überall auf der Welt, auch von anderen Muslimen, stattfinden. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich denke, es ist schwer zu verlangen, man müsse sich von irgendetwas distanzieren, wo überhaupt kein Zusammenhang besteht. Also ich verlange ja auch nicht von der Mehrheitsgesellschaft, soll sich jetzt da distanzieren, weil jeden Tag drei Flüchtlingsheime in Deutschland angezündet werden im Namen der deutschen Nation von irgendwelchen Rechtsradikalen. Da verlange ich keine Distanzierung. Warum? Weil es da ursächlich ja keinen Zusammenhang gibt. Aber ich verstehe dich aus, dass es eine Forderung sein kann. Ich persönlich habe diesen, es ist ja am Samstag haben wir den großen Friedensmarsch, ja, den Ramadans-Friedensmarsch, genau, da habe ich auch unterzeichnet, weil ich durchaus verstehe, da ist ein Bedürfnis auch in der Mehrheitsgesellschaft da, dass Muslime sich bekennen, dass sie Farbe zeigen. Aber ich persönlich glaube nicht, dass man das verlangen kann von Muslimen, weil der springende Punkt ist doch, wenn mir jemand mir unterstellt, ich würde mit solchen barbarischen Terroristen sympathisieren, dann ist das schon eine Form von Beleidigung. Aber das also ist ich ja muss gar mich davon nicht distanzieren, das sollte nein, ganz selbstverständlich sein. Frau Hübsch, eine Sympathisierung unterstellt Ihnen, glaube ich, niemand. Ja. Aber, Sie haben eben von Naivität gesprochen. Und jetzt wollen Sie uns weismachen, dass der Islamismus nichts mit dem Islam zu tun hat? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Mein Eingangsstatement war, dass der Islam sich in einer innerislamischen Krise befindet, dass wir eine Theologie das kann man vorsichtig haben, die hochproblematisch ist. Ja. Ja, ja. Und dass ich dafür bin, dass man innerislamisch gegen diese Theologie auch anarbeitet und auch theologisch dagegen argumentiert. Das finde ich gut. Ich würde nie sagen, die islamische Welt befindet sich nicht in einer Krise. Ist das zu viel verlangt? Aber, Frau Käßmann, dieser Ruf immer nach den großen Zeichen, die gesetzt werden sollen, ist das zu viel verlangt? Verlangen hat Frau Hübsch recht und sagt, also ihr geht ja auch nicht jedes Mal auf die Straße, wenn ein Flüchtlingsheim brennt. Also ich kann sie gut verstehen, weil ich denke, dass die Muslime, die friedlich miteinander leben wollen, also die meisten Opfer dieser islamistischen Terroristen sind Muslime. Das muss man auch ganz klar sagen. Insofern kann ich das verstehen, dass nicht jeder Moslem ständig sagt, ich muss mich ständig rechtfertigen. Das sagen ja auch viele in Berlin, sagen, ich muss mich jetzt ständig rechtfertigen für irgendwelche Irren, die da Terrorattentate begehen. Und gleichzeitig sehe ich die Notwendigkeit. Ich setze sehr stark darauf, dass wir uns viel mehr begegnen, dass wir uns kennenlernen, dass wir Initiativen ergreifen, dass wir gerade die jungen Leute, die gefährdet sind, in unserem Land auch abzudriften und indoktriniert zu werden von Salafisten und anderen, dass wir da viel genauer aufpassen, viel früher anfangen. Ketzerischer Vorschlag, Frau Kalvas, wenn die nicht irgendwie an den Koran gelangen würden, diese Salafisten, oder an diese strenggläubige Ausrichtung dieser Religion, dann hätten wir die Anschläge nicht. Das ist die große Frage. Also ich meine, man kann sie ja in der Regel nicht fragen, weil sie sich in die Luft gejagt haben, warum sie es gemacht haben. Das heißt, ich gebe Ihnen insofern wirklich recht, es geht auch ein Stück um das Verstehen der anderen Gesellschaft, um das Verstehen dieser Menschen. Aber ich möchte noch mal gerne darauf eingehen, warum sich Moslems nicht ein Stück solidarisieren, denn das machen ja Deutsche durchaus, ne? Dass sie Friedensmärsche machen, dass sie sich gegen die Pegida und so weiter abgrenzen, damit man nicht denkt, Deutschland ist wieder ganz rechts geworden. Ich verstehe nicht, warum die Moslems, und es gibt sicherlich sehr, sehr viel mehr Moslems als Islamisten, warum es nicht einen Versuch gibt, sich in diesem Land oder in Europa zu zeigen, als die sie sind, nämlich eine Religion, die nicht per se
islamistisch ist, keine Radikalisierung betreibt, sondern eine Religion ist wie viele andere, die gottgläubig ist mit einigen anderen Ritualen, aber sich eigentlich nicht unterscheidet. Und das verstehe ich nicht. Was glauben Sie denn, was Muslime wie ich Tag und Nacht machen? Was glauben Sie denn, was wir seit Jahren, seit dem 11. September, Tag und Nacht machen? Egal, wo ich bin, privat oder öffentlich, ich muss mich für den Islam rechtfertigen, ich muss den Islam erklären. Und ich denke dann, was habe ich mit diesen verrückten, durchgeknallten Vollidioten zu tun, die da irgendwelche Menschen in die Luft schießen? Ich rede von Friedensmärschen. Ja, weil Friedensmärsche gibt es. Googeln Sie bitte mal. Überall auf der Welt sind Muslime auf die Straße gegangen und sie distanzieren sich verbal, sie distanzieren sich mit körperlichem Einsatz. Bitte googeln Sie. In Manchester, in London, in Berlin, am Brandenburger Tor, in Deutschland ist das aber nach jedem Tor. Was spricht dagegen? Gar nichts spricht dagegen. Was spricht denn dagegen, dass die Muslime einfach mal aufstehen und ganz deutlich ein Zeichen setzen zu Frieden? Das tun wir, das ist ja das Problem. Dies hat mit dem Islam nichts zu tun. Fordern Sie jetzt schon wieder, das ist so öde. Auf jeder Talkshow, ja, dieser Vorwurf, jetzt distanziert euch doch mal bitte, seit Jahrzehnten distanzieren wir uns und schon wieder. Das ist öde zu bezeichnen. Nein, aber es ist ein erbärmliches Niveau. Es ist herablassend, wenn man Muslimen ständig mit diesem Vorwurf konfrontiert und ständig sagt, distanziert euch doch mal. Natürlich. Wir haben weltweit Opfer zu beklagen und Sie sprechen von öde. Na, Sie haben da recht, da haben Sie recht. Das nicht, dass ich falsch rüberkomme. Ich wäre die Erste, die mitmarschieren würde. Und ich sage, ich habe unterzeichnet. Ich kann Ihnen mal erklären, warum das nicht läuft. Gebe ja auch nicht auf. Ich bin ja auch heute hier. Viele Muslime, die wollen gar nicht mehr auf solche Talkshows gehen. Ich habe mit ganz vielen gesprochen beim Ramadan Anfang letzte Woche in Berlin. Die sagen, wir haben keine Lust, wir stehen da und dürfen dann wieder den Boom anspielen. Und warum? Ja, also da muss man auch ein bisschen Verständnis haben. Sie haben recht. Ich sollte jetzt nicht so emotional sein und sagen, Sie haben, also man muss sich ganz nüchtern distanzieren. Aber irgendwann wird man müde. Verstehen Sie das jetzt? Wir haben 600 Moscheen. Das sind die Moscheen. Vielleicht sollten wir uns zusammentun. Und diese Moscheen, Entschuldigung, das wissen Sie offenbar nicht. Diese Moscheen, die werden alle von der türkischen Zentralregierung personell beschickt und auch finanziert. Alle? Der Vorsitzende... Es gibt 600 DITIB. Hören Sie sich das doch mal an. Mit Frieden. Das ist der Grund, weil die nämlich in der Moschee genau das hören, was wir beklagen. Der Vorsitzende dieser DITIB-Moscheen, der ist gleichzeitig von Amts wegen Botschaftsrat der türkischen Regierung in Berlin. Trennung von Staat und Religion. Die können Sie nicht bestreiten. Dies ist so. Und wir haben das Problem, dass die Moscheen alle von der türkischen Regierung finanziert werden. Die Imame, die dort tätig sind, die werden von der türkischen Regierung nach Deutschland geschickt. Die können zum großen Teil kein Wort Deutsch. Aber was die denen erzählen, den Leuten, von denen Sie sprechen, nämlich den gläubigen, friedlichen Muslimen, das wissen wir alle gar nicht. Jedenfalls hat sich die Meinung verändert. Deswegen haben wir ein Islaminstitut. Das ist mein letztes Wort jetzt zu dem Thema. Ausgebildet werden. Also vielleicht kann ich mal einfach die Last von Frau Hübsch wegnehmen, denn sie ist tatsächlich die einzige Muslima hier und die einzige, die eben den Glauben verteidigen muss oder möchte, in dessen Namen eben Missbrauch betrieben wird. Darauf können wir uns einigen, glaube ich. Herr Geisler hat ja auch gerade vorher gesagt, dass das überhaupt gar kein muslimisches Phänomen ist, dass Religion missbraucht werden kann, in dem Moment, wo sie diesen Absolutheitsanspruch hat. Deswegen würde ich es doch noch mal gerne andersrum versuchen und sagen, kann man nicht so weit gehen, Herr Möller, und sagen, hätten wir gar nicht diese Verführung der Menschen, dass sie an etwas glauben und die eigene Wahrheit in sich sehen, dann würden wir auch den Missbrauch nicht haben. Ja, warum natürlich müssen Menschen glauben? Warum glauben Sie denn nicht? Ach, ich bin als Atheist zur Welt gekommen, so wie wir alle. Und, Sie haben einen Vater, der ist Kirchenmusiker, das ist ein katholischer Haushalt. Aber ich bin nicht zum Glauben erzogen worden. Sie sind noch in der Kommunion gewesen. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich bin damit konfrontiert gewesen, aber ich bin nicht zum Glauben erzogen worden. Und ich möchte auch ganz kurz Frau Hübsch noch verteidigen und sagen, natürlich, eine gute Freundin von mir sagt immer, Philipp, das ist total schwer, von Trennung von Religion und Staat zu sprechen, wenn ihr selber das mit dem Christentum total anders vorlegt. Warum glauben Sie nicht? Warum brauchen Sie das nicht? Für mich ist das in erster Linie total unplausibel. Das deckt sich nicht mit dem, was wir über die Welt wissen. Es schränkt, wie schon gesagt, die Selbstbestimmung ein. Und ich würde dennoch sagen, ich kann genauso wenig etwas dafür, dass ich konfessionsfrei bin, wie andere etwas dafür können, dass sie konfessionell gebunden sind. Ist das genetisch oder was? Nein, es ist in der Regel eine ganz klar soziologische Frage. Es ist eine Frage der Sozialisation. Und vielleicht hätte man mich genauso sehr zum Muslim erziehen können oder zum
strenggläubigen Katholiken oder so. Mhm. Aber das ist eben nicht geschehen. Also da möchte ich mich auch überhaupt nicht über andere erheben, sondern das ist halt eine Frage der Biografie. Sind Gläubige, Herr Lohmann, die haben die mehr vom Leben? Sind das die glücklicheren Menschen? Sind Sie das? Ich hoffe schon. Was gibt Ihnen der Glaube? Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ja, bei Ihnen vielleicht. Aber ich will den Herrn Möller jetzt mal ein Klischee nehmen. Also er hat beim Strenggläubigen zu mir geguckt. Ich bin rheinisch-römisch-katholisch. Streng passt überhaupt nicht zu mir. Ich lebe gerne. Ich lebe gerne auch im Angesicht Gottes. Ja. Ich bin ein fröhlicher Mensch, bin Rheinländer. Das habe ich schon mitbekommen. Aber Sie sind auch Abtreibungsgegner. Ich bin ein Mensch für das Leben, das stimmt. Ich bin jemand, der sagt, wir dürfen nicht töten. Dafür bin ich gegen diese Reaktion. Ja, aber lassen Sie mich den Gedanken einfach, wenn ich den Gedanken sage, können Sie besser darauf eingehen, dann wissen Sie, was ich denke. Also bevor Sie es mir sagen, was ich denke, ich höre es besser. Ist gut. Da haben wir uns ja darauf verständigt, dass wir das in dieser Runde hinbekommen. Ich glaube schon. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, aus der Erfahrung, weil Sie die Frage gestellt haben, sind das Menschen, die glücklicher leben. Ja. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen hier auch, Frau Käßmann vielleicht. Ich glaube schon, dass das Leben im Angesicht Gottes und in der Beziehung zu Gott ein Leben ist, was einen erfüllen kann, was einen froh macht, was einen frei macht. Ich erfahre das jedenfalls so. Und andere aus meinem Bekannten- und Freundeskreis auch, übrigens auch Muslime, die ich kenne und mit denen man sehr wunderbar auch diskutieren kann. Und die mir dann noch sagen, um einen Gedanken aufzugreifen, den Sie gesagt haben, dass also der Islam in einer innertheologischen Krise ist, so haben die es ausgedrückt. Ich glaube, dass der Islam in der Krise ist, sich mit der Aufklärung auseinandersetzen zu müssen. Aber jetzt sind wir erstmal beim Glauben. Und das ist ein großes Problem. Aber der Glaube, der katholische Glaube, der christliche Glaube, ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat. Ich glaube, niemand ist je allein. Ich glaube, dass ich geliebt bin von Gott. Ich glaube, dass Gott eine Person ist. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, darf ich ja sagen. Oder stört es Sie, wenn ich sowas sage? Nein, überhaupt nicht. Aber ich würde gern was Man muss ja nicht nervös werden, wenn einer sich zum Glauben befragt. Und ich bekenne mich dazu. Ja? Also deshalb muss man nicht unterbrechen. Aber kann man auch die Gedanken mal hören. Darf man eine Zwischenfrage stellen? Bitte? Darf man eine Zwischenfrage stellen? Gleich. Aber stellen Sie mal schnell, Herr Geis. Im Bundestag wird das immer so. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat. Ja. Glauben Sie daran, dass Gott die Schlupfwespe geschaffen hat? Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat. Eine Raupe einsticht und dann die Larve von innen die Raupe auffrisst, so wie der Krebs Menschen auffrisst. Also die Frage habe ich verstanden, Herr Geisler. Zwei Jahre, drei. Glauben Sie daran? Ich glaube daran, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ja? Ich glaube daran, dass er uns als Abbilder geschaffen hat. Ich glaube, dass er mit uns in Beziehung treten möchte. Darüber möchte ich reden, über die Wespe möchte ich jetzt nicht reden. Ja, ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich ja mal zu Gott komme, in der Ewigkeit komme, habe ich ein paar Fragen. Ich möchte Ihnen zum Beispiel fragen, warum es die Stechmücken gibt, die ich nämlich überhaupt nicht leiden kann. Ja? Mal die Frage, also gut, Religionskriege. Oder Atheisten, die also Gott nicht erkannt haben, warum er sozusagen sich denen nicht geöffnet hat. Aber die interessante Frage, die da drinnen steckt, also ist ja, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er zu, dass es so viel Schlechtes in der Welt gibt? Das ist ja keine Das ist die alte Theodizee-Frage. Ich finde nur die Frage, wenn Sie schon sagen, brauchen Sie Religion? Das hört sich immer an, als wären religiöse Menschen defizitär nach dem Motto, du hast so viel Angst vorm Leben und noch mehr Angst vorm Sterben, deshalb brauchst du einen Gott. Eigentlich hatte ich die Frage auch gestellt, ob Religion einen zum glücklicheren Menschen macht. Also für mich persönlich kann ich das sagen. Ich kann das natürlich nicht für andere Menschen sagen. Sie haben damit ein Glaubensbekenntnis. Ich würde nie oktroyieren, dass jemand nur glücklich sein kann, wenn er glaubt. Aber für mich ist es so, dass ich auch eine Schönheit des Glaubens empfinde. Ich empfinde übrigens auch, Herr Geißler, dass wir eine Gemeinschaft sind über Ländergrenzen hinweg, dass die Christen im Sudan uns beispielsweise sehr nahe sind und wir mit denen zusammen sind. Aber ich finde, ich lebe in einer Tradition, in der Menschen sich vor mir gehalten wussten von diesem Gott und diesem Glauben. Und diese Frage, die Sie eben gestellt haben, die immer wieder kommt, wie kann Gott das zulassen? Ich glaube nicht an einen Gott, der Menschen wie Marionetten hält und sagt, hier mal ein kleiner Krieg und da eine Krebserkrankung. Ich hätte da eine Antwort. Meine persönliche Glaubensantwort, dann kommt Ihre Antwort. Meine Glaubensantwort ist, dass das Christentum nicht sagt, dass Gott sozusagen kein Leid kennt, sondern dass Gott selbst Ohnmacht kennt und Gott, der aber die Kraft gibt, mit dem Leid zu leben. Das ist meine Antwort darauf. Ja, das ist aber ein Bild von Gott. Ich habe aber auch noch eine Antwort auf die große Theodizee-Frage. Letztendlich gibt es zwei Systeme. Ist einmal schlicht einfach ein Naturgesetz. Also wenn ich nicht auf meinen Körper achte, wenn ich mich nicht gesund ernähre, wenn ich keinen Sport mache und irgendwann krank werde, kann ich dafür nicht Gott verantwortlich machen. Ganz, ganz viel Leid ist menschengemacht. Wenn wir eine unglaubliche Verschwendung auf der einen Seite haben und Hungersnot auf der anderen Seite, sind das menschengemachte Probleme. Mhm. Und Leid hat natürlich auch eine Funktion. Leid kann eine Funktion haben im Sinne von, dass es eine Prüfung für den Menschen ist, dass es einen zum Fortschritt anleitet. Aber der religiöse Mensch hat doch zumindest
Das haben Sie halt. Erzählen Sie mal den Leidenden. Moment, aber vielleicht bitte, einen Moment noch. Der Leidende aus religiöser Perspektive erfährt Erlösung im Jenseits, erfährt Gerechtigkeit im Jenseits, aber aus nicht religiöser Perspektive leidet er umsonst. Er leidet sinnlos. Ist das nicht grausamer? Wer ist verantwortlich für die tektonischen Plattenverschiebungen zwischen Afrika und Südamerika, durch die der Tsunami entsteht und wo Zehntausende von Menschen ertrinken? Wer ist dafür verantwortlich? Irgendjemand, der krank geworden ist, eine Sünde begangen hat, die sogenannte Erbsünde, oder wer ist da verantwortlich? Jetzt müssen wir mal ernst bleiben, weil das nämlich ein so schlimmes Thema ist, was die Religion hier anrichten, indem sie die Menschen verantwortlich machen für das Unglück, das auf der Welt passiert. Und das ist eine derartige Unverschämtheit, dass die Menschen verantwortlich gemacht werden. Für das Unglück, und zwar durch die Sünden angeblich, die sie begehen, die Erbsünde, Entschuldigung, das muss man einfach mal sagen, wenn man über das Thema redet. Ich habe Frau Käßmann anders verstanden. Die Erbsünde, eine Erfindung von Augustinus, nicht von Jesus, der genau das Gegenteil ist. Von Augustinus und der zweijährige Alan Michaels, nicht wahr? Philipp Roth hat es beschrieben in seinem Buch Nemesis, der mit 2 Jahren an Polio stirbt und der Sarg wird ins Grab gelassen. Und die Mutter stürzt sich auf den Sarg und ruft, nicht mein Kind, nicht mein Kind. Der wird verantwortlich gemacht für eine Sünde. Und zwar durch, Entschuldigung, Sie durch reden die über Dogmen die katholische, der katholischen Kirche. Sie reden über die katholische Kirche. Die vor 100.000 Jahren zwei Menschen. Sie machen sich ein bisschen einfach. Hören Sie das doch mal bitte an. Das müssen Sie hören, auch wenn es ganz schwer fällt. Und es gibt viele Leute, die werden wütend. Ich war, wenn Sie die Reaktion erleben, weil die Menschen verantwortlich gemacht werden, weil sie durch Geschlechtsverkehr mit der Erbsünde behaftet worden sind von 2 Leuten seit über 100.000 Jahren. Wissen Sie, was ich wirklich interessant finde? Das ist herrschende Lehre in der evangelischen Kirche und in der katholischen Kirche. Frau Kalvers, ich will ganz kurz noch, haben Sie das Gefühl, hier redet jemand, der an Gott glaubt, oder ist Ihnen das, was Herr Geißler sagt, irgendwie vertraut, weil das fast so wäre? Es ist irgendwie vertraut, aber gleichzeitig jemand, der, wie soll man sagen, eine gewisse Gott Orientierung hat. Haben Sie den Selbstvorwurf an die Kirche eigentlich auch, dass sie eben auch dieses Leitmotiv hat? Sie hadern mit dem Kreuz, Sie hadern mit der Darstellung von Jesus am Kreuz. Warum? Vielleicht kann ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ja. Als ich einer meiner Kinder in Dom war, weil ich durchaus den Kindern auch die Freiheit lassen wollte, sich für eine Religion zu entscheiden. Ich habe sie auch am Religionsunterricht teilnehmen lassen und so. Sagte meine kleine Tochter, diese Kirche macht mir Angst. Und dann sagte sie, und dieser Mann da, das ist ja ganz schrecklich, das macht mir noch mehr Angst. Und irgendwie hat das Kind mir damals etwas gegeben, ich meine, Freud hat es ja genauso formuliert, ne? Dass die Religion eine Antwort auf unsere menschlichen Ängste ist. Wir haben Angst vor dem Tod, vor der Endgültigkeit. Wir haben Angst vor Dingen, die uns passieren, dass unsere Kinder sterben, dass es einen Krieg gibt. Und natürlich haben wir die Sehnsucht danach, so wie kleine Kinder, dass jemand kommt und sagt, es wird alles gut. Also Glauben, und der Entwurf, wie kleine Kinder? Es gibt ein Jenseits, ist natürlich eine wunderschöne Idee. Ich sage immer, meine Kinder haben mich gefragt, ob ich an Gott glaube. Und habe ich gesagt, nein, aber ich finde es eine schöne Idee. Und ich wäre völlig bei Ihnen. Also wenn das nur so eine Konstruktion ist, die man psychologisch erklären kann, dann kann ich auch nichts mit anfangen. Aber wenn Sie eine lebendige, ganz konkrete Erfahrung mit Gott gemacht haben, wenn Sie wissen, dass Gott Gebete erhört, dass Gott spricht, dass Gott antwortet, dass Gott nicht irgendwie ein totes, abstraktes Wesen ist, dann wissen Sie, dann haben Sie eine Form von Wissen über Gott. Und dann ist es eben nicht mehr nur so eine schöne, nette Idee, nice to have, sondern ist eine Erfahrung. Und die kann man mit niemandem teilen, die hat man. Man kann sie generieren, man kann sie bekommen, aber das nennt man Spiritualität. Das Interessante an diesem Diskurs ist, dass ich das Gefühl habe, Herr Geißler, Sie haben den Glauben an Gott offensichtlich verloren. Ich muss es präzisieren. Ich habe den Glauben total verloren an den Gott, den die evangelische und katholische Theologie den Menschen präsentiert. Das ist der Gott der Erbsünde und der die Menschen verantwortlich macht für die Sünden, die sie begehen und so weiter. Ich habe mir in deinem Büchlein die ganze Liste mal aufgeschrieben, was auch Theologen sagen. Sie sind jetzt kein Katholik mehr? Sind Sie ausgetreten? Wieso denn? Warum denn? Wenn Sie nicht an Gott glauben? Weil ich
jetzt sind wir bei dem Thema, nicht wahr, dass Gott einbezogen wird. Ich kann doch Gott nicht verantwortlich machen für Dogmen, die von irgendwelchen Theologen erfunden worden sind. Wenn Sie den Augustinus und wenn Sie Thomas von Aquin, der definiert die Frau als eine Pforte des Teufels, durch die der unschuldige Mann in den Schlund der Sünde gezogen wird. Das ist alles, ich sage Ihnen nur das eine, der Glaube der katholischen evangelischen Theologie setzt sich aus lauter theologischen Erkenntnissen zusammen, die aber menschliche Erkenntnisse sind. Aber Geister, darf ich das zu Ende? Ich will einen Satz noch sagen. Ja. Immer. Ob Gott existiert, weiß kein Mensch. Das weiß auch der Papst nicht, der neulich gesagt hat, nicht wahr, dass er zweifelt. An Gott kann man nur glauben. Aber dieser Glaube, der hat viele große Löcher. Und ich halte mich an das, was ich weiß als Christ. Und ich weiß, dass Jesus existiert hat. Das weiß ich. So, und ich weiß, was er gesagt hat. Und daran orientiere ich mich. Ich orientiere mich nicht an der Glaubenskongregation im Vatikan. Und ich orientiere mich nicht auch irgendwelchen Synodalbeschlüssen, sondern ich orientiere mich am Evangelium, nicht am Alten Testament. So. Und ich habe das ist schon ein bisschen Bibelkreis. Das Interessante ist ja, dass jemand, der auf dem Jesuitenkolleg seine Ausbildung gemacht hat, der bisher, ich habe den immer für einen gläubigen Katholiken gehalten, Frau Käßmann, sagt jetzt, in Wahrheit ist das, was die evangelische Kirche und die katholische Kirche aus dem Glauben und aus diesem Gott gemacht hat, Theologen Blasphemie, das finde ich doch noch mal interessant. Wir leben in einem freien Land, da kann Herr Geister das natürlich gerne sagen. Ich muss aber sagen, ich bin Lutheranerin und ist Martin Luther gerade dagegen aufgestanden und hat gesagt, nicht die Kirche ist die Heilsmittlerin und es sind auch nicht kirchliche Dogmen, die mir das Heil geben, sondern Martin Luther hat sehr klar gesagt, in Fragen des Glaubens und des Gewissens ist jeder Mensch frei. Er hat die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt. Er wollte, dass jeder Mensch, jeder Junge, jedes Mädchen lesen und schreiben kann, damit sie selber denken. Ich muss bei meinem Glauben mein Denken nicht ausschalten und das ist eine Unterstellung, dass der Glaube nicht denken kann. Und ich denke, gerade das europäische Christentum hat es geschafft, Glauben und Aufklärung zusammenzuhalten. Das ist ein hoher Anspruch. Mhm. Aber wenn Religion das nicht schafft, ist sie in der Tat, um da wieder beim Thema zu sein, ist sie verführbar, zu einer Art Ideologie zu werden und dann auch das Lebensrecht anderer niedriger einzuschätzen oder zu missachten. Aber mein Glaube ist durch so eine Kritik für mich nicht getroffen. Dann wäre es wahrscheinlich der Glaube von Herrn Lohmann. Ich würde gerne diese Diskussion in der Tat etwas politischer machen, denn das berührt ja dann den Punkt, wenn die Kirche anfängt, mit darüber zu entscheiden oder entscheiden zu wollen, was die Menschen in ihrem privaten Leben tun. Es gibt so ein klassisches Beispiel, wo diese Diskussion jedenfalls bei den Christen immer wieder aufflammt. Dann geht es um die Abtreibung. Wir sammeln Unterschriften für die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 218. Am Ende war der Kampf der Frauen erfolgreich. Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ist unter bestimmten Auflagen seit Jahrzehnten straffrei. Doch beendet war die Debatte über den Schwangerschaftsabbruch noch nicht. Die katholische Kirche findet sich damit nicht ab. Sie kämpft weiter gegen diese Regelung, mobilisiert ihre Gläubigen. Abtreibung gleich Mord, so die Überzeugung der Kirchenoberen. Zwar setzte Papst Franziskus 2016 ein Signal. Katholischen Priestern sei es gestattet, Frauen die Sünde der Abtreibung zu vergeben. Grundsätzlich lässt er aber keinen Zweifel. Die Tötung ungeborenen Lebens sei ein furchtbares Verbrechen. Setzt die katholische Kirche damit Frauen unter Druck? Frau Kalvers, hat Ihrer Meinung nach die Kirche das Recht, sich in einer solchen Frage überhaupt einzumischen? Und setzt sie Frauen unter Druck? Aufgrund ihrer Doktrin nimmt sie sich das Recht, ja. Mhm. Aber ansonsten ist es sicherlich, ich gehörte ja zu der Generation, die dafür demonstriert hat und gesagt hat, mein Bauch gehört mir und ich gehöre mir, ist es eigentlich so, dass ich der Meinung bin, diese Rechtsprechung und das Verhalten dazu muss jeder mit sich selbst ausmachen. Aber die Frage ist, ob Frauen, Sie sind ja auch Psychotherapeutin, Psychologin, Sie kennen sicherlich Frauen in Gewissenskonflikten. Ja. Würden Sie sagen, in diesem Falle ist es so, dass eine Krise verstärkt wird, eben durch den Druck einer Institution wie der Kirche? Sicherlich heute weniger als noch vor 20 Jahren. Mhm.
Aber wenn ein Mensch gläubig ist, wenn eine Frau gläubig ist, dann bringt sie das in eine große Krise und dann wird sie sich im Zweifel für ein Kind entscheiden, weil sie einfach mit den Schuldgefühlen nicht umgehen kann. Mhm. Herr Lohmann, ist eine Frau, die abtreibt, immer eine Sünderin? Aus Ihrer Überzeugung? Zunächst einmal muss man sagen, das, was Papst Franziskus gesagt hat, dass man die Sünde der Abtreibung vergeben kann im Beichtstuhl, in der Beichte, im Heiligen Sakrament der Beichte, ist nicht neu. Aber wir müssen, müssen wir einiges bedenken. In den 10 Geboten, die auch zur katholischen Kirche und zur evangelischen Kirche gehören, steht zum Beispiel, du sollst nicht töten. Und eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Nein, nein, das steht nicht in den 10 Geboten. Falsch interpretiert. Giordano Bruno hätte ihn da jetzt widersprochen, weil der kannte die 10 Gebote ganz gut. So, du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten steht in den 10 Geboten. Ja. Der Geißler hat eben einen Satz auch von Thomas von Aquin gebracht und damit sozusagen die Kirche insgesamt beschreiben wollen. Das ist genauso fair oder unfair, wie wenn ich sagen würde, ich beschreibe Martin Luther mit seiner Aussage, dass die Vernunft eine Hure des Satans ist. Hat er auch gesagt. Wäre aber nicht fair, weil das würde nicht dem... Aber die Frage, die ich gestellt habe, war tatsächlich, Moment, Herr Geißler, ich möchte einfach den Gedanken entfalten, dann wissen Sie auch, worauf Sie reagieren können. Wenn wir sagen, und wenn ich davon ausgehe, du sollst nicht töten, dann darf ich auch ein gerade entstandenes neues Leben, einen neuen Menschen nicht töten. Und dann ist eine Sünde. Und die Frau, die das tut, ist eine Sünderin. Natürlich, wenn man einen Menschen umbringt. Aber Sie benutzen einen strafrechtlichen Begriff und die Kirche definiert neuerdings das Strafrecht. Ich weiß nicht, warum ihr mich immer unterbrechen müsst. Wenn euch das weil so nervös macht, dann müssen wir eine eigene Sendung darum machen. Sie reden einfach so viel und kommen nicht auf den Punkt. Und das stört. Sie haben auch schon viel gesagt. Ja? Also ich meine, den Gedanken zur Abtreibung muss man 2-3 Sätze schon sagen. Es geht um das Lebensrecht des Menschen. Vor ein paar hundert Jahren wussten wir aus der Wissenschaft noch nicht, dass in dem Moment, wo Ei- und Samenzelle sich verschmelzen, Sie können ruhig auf die Uhr gucken, ich bin kürzer als Sie, dass da ein neuer Mensch entstanden ist und alle Dispositionen für den neuen Menschen da sind. Und da geht es jetzt nicht um die Frage, ist das Sünde oder nicht, du darfst nicht töten. Und es geht nicht darum, den Frauen irgendetwas vorzuschreiben, sondern es geht darum, Leben zu schützen. Ja. Diejenigen, die zum Beispiel über Macht für das Leben jetzt wird am 16. September in Berlin mitgehen, die haben noch nie etwas gegen Frauen gesagt. Wird zwar falsch berichtet, ist ein Fake News, dass man gesagt wird, will man Macht über Frauen haben. Es geht darum, Leben zu schützen, vom Anfang bis zum Ende. Und das vom heißt, natürlichen Anfang bis zum natürlichen Ende. Und das heißt, das wäre besser, und da wenn muss der Gesetzgeber... man den Frauen helfen. Ja. Und wir wissen, dass 87% aller Frauen, die abgetrieben haben, ob gläubig oder nicht, ein Post-Abortion-Syndrom haben. Die haben große Schwierigkeiten, damit fertig zu werden. Das wissen Sie. Hat nichts mit dem Glauben zu tun. Ist generell so, gibt es Untersuchungen. Darf ich mal ganz kurz fragen? Deshalb müssen wir den Frauen helfen, ja sagen zu können zum Leben. Und vorher... Bevor ein Mensch entstanden ist, hat man die Freiheit, sich zu entscheiden. Glauben Sie im Ernst? Ich würde gerne, Frau Kalvers, wenn Sie mir das erlauben. Frau Kalvers, die Gesetze in Deutschland sagen, eine Frau, die abtreibt, bleibt straffrei. Haben Sie das Gefühl, das ist eine unzulässige Einmischung? Aber die Abtreibung ist grundsätzlich verboten. Ich finde, dieser Begriff töten ist für uns natürlich mit grober Fahrlässigkeit und mit Vorsatz belastet. Und zwar töten, auch im juristischen Sinne, eines Menschen, das heißt eines eines intrauterinen Geschöpfes, sondern, was ja auch übrigens natürlich nach 3 Monaten anders gesehen wird. Ne? Ja. Aber Sie benutzen den Begriff töten, der wirklich strafrechtlich ausgelegt wird. Und die Kirche hat nicht das Recht, diesen Begriff zu entsorgen. Aber Sie wissen schon, dass die Abtreibung in Deutschland grundsätzlich verboten ist, nur in den ersten Wochen straffrei. Das habe ich gerade gesagt. Ja, werden Sie denn dafür, dass das wieder unter Strafe gestellt wird? Es geht mir nicht um Strafe. Es geht das um würde Hilfe. Ich gerne wissen. Nein, werden Sie dafür, da gebe ich Ihnen keine Antwort drauf. Es geht mir nicht um Strafe. Ich habe mit so vielen Frauen schon gesprochen, die abgetrieben haben. Ich auch. Und keine einzige verurteilt. Und wird das auch künftig nicht tun. Und ich weiß, in welcher Not die sind. Da können Sie nicht mit der Kategorie Strafe kommen. Die Strafe hilft da nicht. Auch wenn Rita Süssmuth früher mal gesagt hat, helfen durch Strafen in anderen Fragen. Das hilft nicht. Sie glauben ja an denselben Gott. Die Auslegung der protestantischen Lehre ist eine andere. Sind Sie da einfach der gleichen Meinung? Ja, Christen können unterschiedlicher Meinung sein und Katholiken und Protestanten sind in einigen Fragen anderer Meinung. Wir sagen, du kannst das Kind nicht gegen die Mutter schützen. Wir werden alles tun in den Beratungsangeboten der Frau, wenn sie im Schwangerschaftskonflikt ist, eine Möglichkeit mit dem Kind zu schaffen. Aber es steht in der Denkschrift, Gott ist ein Freund des Lebens. Wir werden auch die Frau achten,
die sich anders entscheidet. Und ich denke, es geht um die Achtung und den Respekt vor der Entscheidung der Frau. Ich werde alles tun, ihr zu helfen, wenn sie das Kind irgendwie unter anderen Umständen bekommen aber kann. Er hat die aber Interpretation, Gottes Wort ist an dieser Stelle richtig oder ist das eine Anmaßung zu sagen, wir senken, das ist die Auslegung? Na, ich finde immer interessant, wer genau wie Sünde definiert. Ja? Also da würde ich sagen, mit Luther noch mal, also Sünder sind alle, jeder von uns hat irgendwelche Vergehen. Deshalb, warum soll eine Frau im Schwangerschaftskonflikt, die sich zu einer Abtreibung entscheidet, in ihrem Konflikt mehr Sünderin sein als andere? Sie haben vorhin ein paar Wirtschaftskonflikte oder wie wir leben, da ist vieles sündig. Also ich habe Respekt auch vor einer Frau, die sich nach einem langen Prozess anders entscheidet für eine Abtreibung. Das respektiere ich. Herr Müller, ist es nicht gut, wenn es eine Kraft in der Gesellschaft gibt, die ethische Regeln definiert, an die man möglicherweise ab und zu mal erinnern sollte? Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Ja gut, dafür haben wir die Gesetzgebung, aber die Kirche definiert ja keine ethischen Regeln, sondern moralische. Und wohingegen die Ethik fragt, ob etwas fair oder unfair ist, kann der moralische Kompass ja eigentlich nur zwischen gut und böse unterscheiden. Zum Glück muss Ihnen ja vor allen Dingen niemand zuhören, wenn Sie der Meinung sind, dass das tatsächlich töten ist. Sie haben ja zum Glück keine Gewalt darüber, was im deutschen Gesetz landet. Und das ist eine große Errungenschaft. Ich habe das Recht, frei zu reden. Selbstverständlich, aber es muss Ihnen niemand zuhören. Und vor allem muss sich niemand danach richten. Das heißt, eine Frau, die eine Abtreibung vornehmen möchte, die muss sich nicht danach richten. Und das ist die große Errungenschaft einer Emanzipationsbewegung, gegen die Sie heute arbeiten. Gesagt? Ja, dagegen sagen Sie sehr viel. Von Abtreibung, sondern von Abbruch. Von Schwangerschaftsabbruch, ganz genau. Ja. Es kommt darauf an, wann das Leben beginnt. Das ist Unsinn. Ja. Ja, und die Definition, die hat der Herr Lohmann schon vorgenommen, aber die muss ja nicht richtig sein. Richtig. Es gibt etwas anderes, was man berücksichtigen muss. Ich bin ja jahrelang der zuständige Minister gewesen für die Frage. Wir haben das politisch regeln müssen. Und es ist ganz klar, wenn eine Frau zum Beispiel weiß, durch Ultraschall, dass es ein behindertes Kind auf die Welt kommt. Jetzt muss der Herr Lohmann und alle Kardinäle und sonstigen Leute nicht sich zu dem Thema äußern. Sie müssen sich mal in diese Frau hineinversetzen, nicht wahr? Und ihr die Entscheidung abnehmen, ob sie dieses Kind auf die Welt bringen will und vor allem, ob sie wissen kann, dass dieses Kind, wenn es groß geworden ist, wenn es 12 Jahre alt ist, 20 Jahre alt ist, auch noch geborgen ist, die Eltern vielleicht tot sind. All das muss ich berücksichtigen, wenn ich die Frage regeln will. Und etwas ist völlig klar. Da liegt die katholische Kirche so schief, wie sie überhaupt nur schief liegen kann. Die Frage können Sie nicht strafrechtlich regeln. Nicht mit Polizeiinspektor, nicht mit dem Staatsanwalt. Sondern auch das jetzige Recht, erlaubt die Abtreibung. Nämlich immer dann, wenn das Leben der Mutter im Kontrast gerät zum Leben des Kindes. Und dann sagt der Gesetzgeber in völliger Übereinstimmung mit Ethik und Moral, was wir immer wollen, dass dann das Leben der Mutter aus tausend Gründen als wichtiger angesehen werden kann als umgekehrt, weil es nämlich noch andere Kinder hat. Über so Papst Franziskus als von den Philippinen zurück, davon genau dasselbe gesagt. Mein Glaube, und das ist der Fehler, dass die Kirche, gar nicht alle Kirchen, aber die Glaubenskongregationen, die Theologen, dass sie Gott in Anspruch nehmen für das, was sie für richtig halten. Ich will nochmal sagen, es geht nicht um einen Schwangerschaftsabbruch, nicht um die Beendigung eines Zustandes der Frau, sondern es geht um die Tötung eines Wachsenden. Ich weiß, und das müssen wir sensibel sein. Genau. Ja, das sagt die Wissenschaft uns genauso. Zwei Meinungen, das muss man mal feststellen. Aber tatsächlich, Herr Müller, das möchte ich gerne aufgreifen. Ich bin aber nicht römisch-katholisch. Aber katholisch sind Sie schon. Ja, katholisch, aber nicht römisch. Ich würde gerne aufgreifen, was Herr Möller gesagt hat, die Errungenschaft, dass man tatsächlich das Gesetz sich nicht beeinflussen lässt von eben einem kirchlichen Glauben. Es gibt einen anderen Fall, den würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Das ist gerade ein Urteil gewesen eines Landgerichts in Cottbus. Da ist ein Mann, er tötet seine Frau. Es ist die Mutter seiner 5 Kinder, weil sie angeblich untreu ist. 19 Mal sticht er mit dem Messer auf sie ein. Dann wirft er sie aus dem Fenster und als sie unten liegt, schneidet er ihr die Kehle noch durch. Das Urteil lautet 13 Jahre, Sie wissen das, wegen Totschlags und nicht wegen Mord. Und die Urteilsbegründung möchte ich gerne Ihnen da zitieren. Der Vorsitzende Richter sagt, nach hiesigen Wertvorstellungen ist Eifersucht zwar ein niederer Beweggrund, aber zweifelhaft sei, ob der Angeklagte diesen Umstand auch erkannt habe, denn er sei seinem muslimischen Glauben verhaftet gewesen, den er auch ein Leben lang gelebt habe.
Der Mann vielleicht dazu noch kam aus Tschetschenien und war ein halbes Jahr in Deutschland. Frau Käßmann, ist das richtig? Eine Rücksichtnahme auf eine Prägung, für die er ja nichts kann, wenn man Herrn Müller folgt. Er ist so geprägt, er ist so aufgewachsen. Ehebruch oder eben eine vermutete Untreue wird eben so geahndet. Das kann man ihm eigentlich dann nicht so zum Vorwurf machen. Also ich halte das natürlich für ein völliges falsches Einschätzen des Richters da. Und das müssen die Juristen unter sich klären, ob sowas überhaupt denkbar ist. Ich finde, was Herr Möller gesagt hat, da muss ich Ihnen recht geben. Wir leben in einem demokratischen Land, in dem gibt es eine Verfassung, ein Grundgesetz. Das setzt das Recht in unserem Land. Unter diesem Recht können wir religiös sein, unterschiedlich religiös sein, verschieden religiös sein. Ich finde im Übrigen, das muss ich auch noch sagen, richtig, dass Religionsgemeinschaften auch gehört werden bei bestimmten ethischen Fragen. Aber sie dürfen nicht das Recht machen. Das müssen die Bundestagsabgeordneten, das muss dann die Bundesregierung bestimmen. Aber es darf natürlich nicht gesagt werden, jetzt weil du religiös bist, darfst du deine Frau schlagen. Und das sieht bei dir ein bisschen anders aus. Die Liste dieses Urteils ist ja eine totale Katastrophe. Ja. Also zu meinen, unter Muslimen ist es ja normal, seine Frau abzustechen. Und nicht dann grausam zu tun. Sondern tschetschenische, muslimische Prägung. Das war trotzdem, auch unter tschetschenischen Muslimen ist das keine Normalität. Da steht also, das in der vierten Sure. In der vierten Sure steht sowas. Das steht schon mal ganz sicher so nicht im Koran. Also bitte, das verbitte ich mir hier. Aber ich glaube, grundsätzlich ist natürlich richtig. Es muss eine Trennung von Staat und Religion geben. Und wenn ein Urteil muss immer weltanschaulich neutral gefällt werden. Da kann es nicht sein. Dann ist dieses Urteil falsch. Dieses Urteil ist definitiv falsch, weil es einfach allgemeine Prinzipien gibt der Rechtsstaatlichkeit, die jetzt nicht irgendwie da, ich meine, das ist ja auch die Angst vieler Menschen, eine Paralleljustiz, das ist ja auch in Bezug auf Ehrenmorde ganz oft diskutiert, aber ich bin da ganz froh, die Statistiken zeigen, dass gerade wenn es um Ehrenmorde geht, das Strafurteil häufig sogar noch strenger ausfällt und man da eben nicht diesen Islamrabatt gibt, der oft in der Diskussion steht, und das darf auch nicht sein. Also da muss es eine ganz klare Trennung von Staat und Religion geben, sonst haben wir hier überhaupt keine Gerechtigkeit, und das ist, was uns als Land ja auch verbindet. Die gibt es nicht? Die gibt es nicht, nein. Es gibt jetzt zwei sehr aktuelle Beispiele, das ist, oder nicht mehr ganz so aktuell, das ist die Beschneidung von Jungen, die Vorhautbeschneidung, oder das ist die Sterbehilfe. Das sind zwei Gesetze, die in relativ kurzer Zeit durchgebracht wurden, die auf der Basis von religiösen Überzeugungen dazu führen, dass wir in unserer Gesetzgebung jetzt Gesetze haben, die tatsächlich religiöse Gefühle so weit oder religiöse Überzeugungen so weit berücksichtigen, dass jemand hingehen kann zu, und absolut. Seine eigene Religionsfreiheit, die Freiheit des einen endet ja immer dort, wo die des anderen beginnt, auf sein Kind übertragen kann. Das heißt, er sagt, ich bin religiös und deshalb will ich meinem Sohn sein empfindsamstes Körperteil abschneiden dürfen, ohne dass er einen Weg gewilligt hat. Nicht ganz abschneiden. Die Vorhaut ist das empfindsamste Körperteil und die Vorhaut wird amputiert. Mhm. Und ohne dass dieser Junge eingewilligt hat und ohne dass es dafür eine medizinische Notwendigkeit gibt. Das ist der einzige Paragraph, der übrigens nur für Jungen gilt. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass religiöse Gruppierungen es schaffen, so weit vorzudringen, dass eben Gesetze auf Basis von Religion ein Missverständnis stehen bleibt. Ich glaube, wir müssen deutlich noch mal machen, es geht nicht darum, die Religion macht die Gesetze, sondern die Politik macht die Gesetze. Aber die Religion oder die Religionen haben schon das Recht, für den Respekt, wenn es um Tötung zum Beispiel geht, für den Respekt vor dem Leben zu werben, dafür einzutreten. Oder, Herr Geißler, Herr Böckenförder hat mal so schön gesagt, der demokratische Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann, aber er muss sie schützen. Religion hat schon eine wichtige Aufgabe, damit wir ein Bewusstsein bekommen, was zum Beispiel Respekt vor dem Leben angeht. Da müssen wir schon sozusagen der Religion dankbar sein, Welche Religion? Denkhilfen gibt und Erkenntnisse. Herr Geißler möchte jetzt einmal darauf antworten, das machen wir. Und dann, ich meine, ich muss ja sozusagen von meiner politischen Einstellung her auf die Frage eine Antwort geben. Ich nenne mich christlicher Demokrat. Ich auch. Es gibt aber keine christliche Politik. Das ist was korrekt. Anderes. Aber es gibt eine Politik, die ein Fundament hat, nämlich das christliche Menschenbild. Richtig. Und es ist was ganz anderes, wie ich den Menschen betrachte. Ob er abhängig ist zu einer Zugehörigkeit zu einer Rasse oder zu einer Nation oder was Ähnlichem oder zu einem Geschlecht, das heißt, wenn eine Frau ist. Das heißt, der christliche Glaube gibt uns ein Bild vom Menschen, das sagt, der Mensch ist in seiner Würde total unantastbar. Und darf man dann ein Kind beschneiden, in dem Moment, wo es auf die Welt gekommen ist? Also das ist ein Gesetz, das ausschließlich allein
aus Rücksicht gemacht worden ist auf die jüdische Bevölkerung. Dafür habe ich auch die jüdische und muslimische dafür Bevölkerung. Und die muslimische dazu. Nicht wahr? Die glauben, sie müssten da was Gutes tun, ja. Den Jungen. Die im Übrigen zu einem Teil auch den Mädchen die Klitoris abschneiden. Also, das sind das immerhin, Moment, es ist ein solcher, das ist unglaublich, wenn man dieses Thema anspricht. Das ist eine solche unglaubliche Schweinerei. Nur das eine ist gesetzlich bei uns jetzt erlaubt, das andere ist gesetzlich fast überall verboten, wird aber trotzdem gemacht. Das wollten die Beschneidung ist schwere Körperverletzung. Genitalverstümmelung. Genitalverstümmelung ist eine schwere Körperverletzung. Aber wird längst nicht von allen Staatsanwaltschaften in der Republik verfolgt. Und auch nicht von allen Gerichten verurteilt. Verstehen Sie, diese Enttabuisierung dieser Themen, ich meine ein bisschen was anderes, die irgendwo was mit Religion zu tun haben, halte ich für absolut falsch. Gut, aber dann, wenn wir so weit gehen, dass wir sagen, wir möchten gerne trennen, das Staatliche vom Kirchlichen, ich sage jetzt extra kirchlich und nicht religiös, weil das eine Frage der Institution ist, dann müsste man doch, wenn, also das ist eines dieser Debatten, wo sich das immer so festmacht, Frau Kalvers, ist das Berliner Stadtschloss wird neu gebaut nach dem Vorbild des alten Stadtschlosses. Da gab es mal ein Kreuz auf der Kuppel obendrauf. Das soll da jetzt aber nicht mehr hin, denn das Schloss hat ja eine ganz andere Funktion und die Begründung lautet, es widerspricht der Gleichheit der Kulturen. Finden Sie das richtig, dann auch solche Zeichen zu setzen und zu sagen, wir sind eben nicht mehr ein Staat, der mit der Kirche so eng verwoben ist, wie es mal war? Also ich glaube, da muss man ja die Historie trennen von der akuten, aktuellen Situation. Ja. Also ich persönlich bin da zum Beispiel der Meinung, es ist eine Tradition, es ist ein historisches Bauwerk. Warum soll man kein Kreuz drauf machen? Als Symbol irgendwann mal war das entsprechend gebaut. Also ich als Atheistin könnte sagen, warum soll man das nicht machen? Warum soll man nicht Kirchen restaurieren? Und warum soll man nicht auf ein jetzt also staatliches Gebäude, ja, wenn es eine Tradition hat, ein Kreuz drauf machen? Das würde Sie nicht stören, obwohl Sie dem Kreuz gegenüber so skeptisch sind? Ich bin dem Kreuz gegenüber skeptisch, vor allem, wenn Jesus dran hängt. Also, mit dem, was damit verbunden ist. Ein Kreuz an sich ist ja, zwei Linien. Ja, Frau Käßmann und Herr Lohmann, geben wir damit tatsächlich etwas auf, was unsere kulturellen Wurzeln sind? Wie stehen Sie dieser Debatte gegenüber? Ja, erstmal muss ich sagen, das war ein Architekturwettbewerb. Es hat ein bestimmter Entwurf gewonnen, der Kuppel und Kreuz hat. Darüber wurde demokratisch abgestimmt. Also das ist jetzt eine Debatte, die jetzt irgendwie viele Jahre nach dem Architekturwettbewerb noch mal nachgezogen wird. Aber ich würde sagen, wir sind ein Land, das vom Christentum geprägt ist. Mhm. Ich habe gesagt, ich kenne die negativen Seiten der christlichen Geschichte. Und ich habe auch stehe dazu, dass es eine Schuldgeschichte des Christentums, ein Versagen des Christentums gibt in unserem Land. Und trotzdem ist unser Land davon geprägt. Und gerade die positiven Prägungen des Christentums möchte ich in unserem Land natürlich auch sehen. Und das Kreuz ist ein Symbol für diese Geschichte. Aber es ist auch eine Erinnerung daran, dass die Geschichte nicht nur ein Ruhmesblatt ist. Herr Lohmann, der Kultursenator von Berlin, der eben meint, da gehört kein Kreuz hin, der sagt, wir sollten uns emanzipieren von einer Verengung der Sicht auf unsere Herkunft, unseren Wurzeln und unserer Kultur. Ist das jetzt eine Art von, ist das ketzerisch, dann zu sagen, dieses radieren wir aus, das ist nicht mehr Teil unserer Kultur? Ich finde so eine Aussage, wir sollten uns davon emanzipieren, eher postpubertär und unreif und unsouverän. Oh. Ich glaube, wenn man sich vom Kreuz emanzipieren will, als ein christlich geprägtes Land, dann hat man irgendwelche Probleme mit sich selber. Also ich bin schon der Ansicht, dass das Kreuz wenigstens auf diesem Gebäude dazugehört und anders auch. In Deutschland haben wir viele Kreuze. Ich bin jemand, der für die Freiheit des Kreuzes auch ist und der glaubt, dass man da keine Angst haben muss. Ich finde diese Diskussion, warum das Kreuz da nicht drauf soll, ehrlich gesagt, unsouverän, pubertär, unreif. Also ich fand eher das postpubertär, was Sie gerade gesagt haben. Aber von mir aus, packen Sie das Kreuz da oben rauf, ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Die Probleme bestehen doch eigentlich eher darin, dass wir immer noch so tun, christlich geprägtes Land, als seien die Dinge, von denen wir heute leben, Demokratie, Menschenrechte, Selbstbestimmungsrechte, Freiheit der Wissenschaft, der Meinung, der Kunst und so weiter, als sei das alles aus dem Christentum hervorgegangen. Es stimmt nicht. Es musste in langen Auseinandersetzungen dem Christentum abgerungen werden. Und wir sind heute so frei, wie wir sind, weil wir uns davon emanzipiert haben. Packen Sie das Kreuz oben auf dieses Stadtschloss rauf, aber betreiben Sie keine Geschichtsverfälschung. Wir können nicht behaupten, dass das Christentum dazu beigetragen hat, dass wir heute ein demokratisches, freies
freies Land sind. Ganz im Gegenteil, es musste dagegen erkämpft werden. In vielen, vielen Kämpfen. Jetzt widerspricht der Geißler. Weil der Hauptartikel in unserem Grundgesetz, dass die menschliche Würde unantastbar ist, entspricht genau dem christlichen Menschenbild. Das haben Sie in keiner anderen Ideologie und keiner anderen Philosophie. Nein, nicht im Koran ist das nicht. Die Würde des Menschen kommt da nicht vor. Nein. Aber überhaupt nicht. Sondern da werden Andersgläubige, die werden umgebracht oder verfolgt oder sonst etwas. Ich bin vielleicht mit dem, was ich sagen wollte, hätte ich noch etwas präziser sein wollen. Ich habe gesagt, ich orientiere mich an Jesus und seiner Botschaft. Und die ist so glasklar. Im letzten Matthäus-Kapitel, den Hunger bekämpfen, den Leuten Trinkwasser geben, Kranke pflegen, Alte pflegen, Gefangene besuchen, Fremde aufnehmen. Das müssen diejenigen erfüllen, die zu seinem Reich gehören wollen. Auf der ganzen Welt äußern sich die Kirchen nicht zu einer neuen Weltordnung, die unbedingt kommen muss, weil die ganze Vernichtung menschlichen Lebens und auch der Natur das Ergebnis ist einer materialisierten kapitalistischen Weltordnung, die endlich ersetzt werden muss. Darf ich mal fragen? Äußern sich nicht. Hat das Christentum tatsächlich das Copyright auf die Würde des Menschen und die Nächstenliebe? Ja. Denn so wie Sie das sagen, Das ist das beste Menschenbild, was es gibt. Da würde ich doch ganz gerne heftig widersprechen. Ich bin ja ganz bei Ihnen, Herr Geißler. Ich teile die Analyse, dass der Neoliberalismus unserer Zeit eine ganz gefährliche Ideologie ist, der dazu führt, dass wir das Zwischenmenschliche nicht mehr den Stellenwert hat, dass es zu einer Entsolidarisierung mit Armen und Schwachen kommt. Ja, die Saudis sind aber nicht die Muslime. Und das ist das zentrale Problem. Sie reduzieren den Islam auf die Saudis, auf das Schreckgespenst, was wir da erleben, diese wahhabitische Ideologie. Das müssen Sie trennen. Auch der Islam kennt, und das ist, glaube ich, eine Gemeinsamkeit aller großen Religionen. Aber nicht der Koran. Auch der Koran, gerade der Koran, die Prophetenbiografie, das ist zumindest mein Verständnis des Islams. Im Kern heißt es, dass man dem Schöpfer nicht dienen kann, ohne dass man der Schöpfung dient. Das ist nicht voneinander zu trennen. Sich mit Armen und Schwachen und Unterdrückten zu solidarisieren, das ist die Kernaufgabe einer jeden Religion. Und das jetzt nur fürs Christentum zu vereinnahmen, das ist ja auch eine Form von Absolutheitsanspruch, der gefällt mir gar nicht. Und dann ganz kurz noch die Andersgläubigen. Ich glaube auch, dass eine Frage ist, die viele Millionen Zuschauer vielleicht haben. Nein, so wie Wahhabiten oder so wie bestimmte Radikale das auslegen, dass jeder Andersgläubige abgeschlachtet gehört. Das ist falsch. Indonesien. Und das können Sie aus dem Islam nur ableiten, wenn Sie ihn nicht historisch verorten. Bangladesch, Ich bin bei Ihnen, das, was da passiert, ist falsch. Aber im Koran geht es um eine Kriegssituation, um einen Verteidigungsfall. Und nur in diesem Kontext geht es darum, dass man sich verteidigen darf und andersgläubige Menschen auch bekämpft. Aber das ist kein allgemeingültiger Imperativ, der das für alle Problem ist wahrscheinlich da auch wieder die Interpretation. Es gibt, glaube ich, in der Bibel auch noch Stellen, die von den kriegerischen Zeiten Aber das Neue Testament hat einen anderen Ansatz. Ich möchte gerne Frau Kalvers noch mal fragen. Also Nächstenliebe, die Würde des Menschen, Sie sind ja Atheistin, Sie glauben nicht. Das heißt also, Sie sind sozusagen frei davon, weil das ist etwas, was nur ein Christ empfinden kann? Ja, im Grunde genommen spricht man den nicht-christlichen und nicht-gläubigen Menschen damit jede Form von Ethik ab. Als wäre es keine Ethik gegeben, zum Beispiel bevor es das Christentum oder das Judentum gegeben habe. Damals gab es eben den Polytheismus und da ist sicherlich auch Ethik untergebracht worden. Das heißt, die Ethik hat möglicherweise eher biologistische Gründe, dass vielleicht evolutionsbiologisch wir ohne eine Ethik nicht überlebt hätten. Und diese Ethik heißt zum Beispiel, dass man nicht tötet, dass man nicht mit seinen Töchtern Sex hat und Kinder zeugt, weil diese Menschen wären auch ausgestorben, dass man innerhalb der Gruppe nicht stiehlt. Das alles ist sicherlich eine Ethik, die hat sich eher entwickelt, schon lange, lange vor der Religion, bevor die Religion, sagen wir, sich jetzt ja speziell auf einige Sachen gründet. Aber wenn man sich zum Beispiel, ich sage jetzt mal die Maoris, ich war etwas länger mal in Neuseeland, die Maoris haben auch eine Ethik, die gar nicht so unähnlich unserem Christentum ist. Ich glaube einfach, dass die Ethik etwas mit der Menschwerdung und mit unserem präfrontalen Kortex zu tun hat, um etwas, was zwischen dem limbischen System, was zwischen diesen beiden Schläfen ist, um dem zu begegnen. Wenn wir das nämlich einfach laufen gelassen hätten.
dann gäbe es uns also nicht Sie mehr. Also Sie sagen sozusagen, die, erst gab es die Ethik und dann kam die Religion. Das ist ein interessanter Gedanke. Die Ethik und die Religion hat sich die Ethik bedient, um Macht auszuüben. Die Frage tatsächlich ist, ob man so etwas wie ein Gebilde, das so zusammengewachsen ist wie die christlich-abendländische Kultur in Deutschland beispielsweise, ob man das Christentum oder das kulturelle eigentlich vom Staat noch trennen kann. Es gibt ganz viele, die sagen, nee, das geht schon alleine deshalb nicht, weil die finanziellen Verwebungen, und da sind wir beim Kapitalismus, viel zu eng sind. Die Kirchen in Deutschland gelten als soziale Stütze der Gesellschaft. Sie betreiben konfessionelle Kindergärten, Krankenhäuser oder Schulen. Größte Einnahmequelle der Kirchen ist die Kirchensteuer. 2015 waren es insgesamt 11,4 Milliarden Euro. Doch mit der Kirchensteuer werden, anders als viele glauben, die sozialen Einrichtungen nur zu einem geringen Teil finanziert. Die Kosten konfessioneller Kindergärten zum Beispiel werden zu maximal 10% von den Kirchen selbst getragen. Der Politikwissenschaftler Carsten Frerk hat berechnet, zusätzlich zur Kirchensteuer bekommen die beiden Kirchen vom Staat jährlich rund 8 Milliarden Euro für Kindergärten und Schulen. Darüber hinaus bekommen sie noch weitere Milliarden, zum Beispiel für ihre Wohlfahrtsverbände. Damit finanziert jeder Steuerzahler die Kirche und ihre Unternehmen, ob er gläubig ist oder nicht. Herr Möller, ganz viele finden ganz gut, dass die Kirchen Gutes tun, aber ganz viele wissen gar nicht, dass das meiste davon dann doch vom Staat gezahlt wird? Ja, ich würde sagen, im Namen der Kirche wird viel Gutes getan, das ist wohl richtig. Finanziert werden aber beispielsweise Caritas und Diakonie zu 98%, wie mein Freund Carsten rausbekommen hat, aus öffentlicher Hand. 1,8% stammen von der Kirche. Dafür bekommen sie nicht nur eine günstige Werbung, sage ich mal vorsichtig, die ihnen das Image verleiht, eine soziale Stütze dieser Gesellschaft zu sein, sondern sie bekommen auch, und das ist ziemlich perfide, ein eigenes Arbeitsrecht. Sie sind vom Betriebsverfassungsgesetz ausgenommen und können deswegen ein eigenes Arbeitsrecht schreiben, und das tun sie auch. Und somit werden 1,5 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland in der Caritas und Diakonie tatsächlich diskriminiert. Keine Juden, keine Muslime, keine Atheisten. Wiederverheiratete können gekündigt werden. Es passiert nicht immer, aber es darf passieren. Homosexuelle können gefeuert werden oder gar nicht erst berücksichtigt werden. Und das ist für mich ein sehr, sehr prominentes Beispiel dafür, dass wir weit davon entfernt sind, in einem säkularen Land zu leben. Aber nur 10% der Wahrheit. Moment, Frau Kessmann hatte sich gleich zu Wort gemeldet dazu. Warum? Ich will nur sagen, die Kirchensteuerfrage, dass Kirchensteuer zahlt niemand, der nicht Mitglied der Kirche ist, sondern das ist ja eine Frage des Mitgliedsbeitrags, dass du 9% deiner Einkommensteuer an deine Kirche gibst, weil du einverstanden bist. Und was die freien Träger betrifft, ist es so, dass auch das Rote Kreuz Kindergärten betreiben kann, andere soziale Träger, und das refinanziert wird vom Staat. Also das ist nochmal Ihre Frage mit ihre Arbeitnehmer nicht. Das geht ja schon mit Arbeit. Also wir bezahlen. Die verstehe ich. Das ist, wir bezahlen, der Staat bezahlt, aber das Arbeitsrecht ist nicht so, wie es sein müsste. Auch die Frage des Arbeitsrechts verstehe ich, die Kritik am Arbeitsrecht. Allerdings ist es natürlich so, dass die Kirche sagt, in einem kirchlichen Unternehmen, Betrieb, Kindergarten, wäre es gut, wenn Kirche draufsteht, die da arbeiten, auch dem christlichen Glauben angehören. Ja, es aber steht Kirche drauf, aber es ist ja öffentliches Geld drin. Also ja, wenn Sie dann sagen, Pfarrer, okay, bei Kindergärtnerinnen gut, dass da jetzt staatliche Institutionen oder Institutionen, die vom Staat finanziert werden, dazu genutzt werden, Kinder gezielt zum Glauben zu erziehen, dann finde ich das schon problematisch. Aber wenn der IT-Mitarbeiter der Caritas seinen Job verlieren kann, weil er sich zur Homosexualität bekennt, also dann ist das ein Problem. Also das in der aber in der katholischen Kirche wäre das so, Herr Lohmann? Natürlich. Ich bin da kein Experte fürs Arbeitsrecht, aber ich bin jemand, der glaubt, dass die Diskussion, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, die Sendung geht ja gleich schon zu Ende, habe ich den Eindruck, dass die Diskussion über die Kirchensteuer in den nächsten Jahren kommen wird. Ja. Dann wird auch die Diskussion kommen, ist es korrekt, dass zum Beispiel die Bischöfe aus allgemeinen Steuern bezahlt werden? Also Entschuldigung, in der nicht evangelischen Kirche nicht. Aber die katholischen Bischöfe und Dignitäre, Domkapitular durch die Konkordate. Sie würden sagen, Sie verzichten lieber drauf? Ich glaube, dass die Diskussion, ich kann das nicht endgültig beurteilen, aber ich glaube, dass, wissen Sie, Papst Benedikt XVI. Hat in Freiburg damals diese berühmte Rede gehalten zur Entweltlichung der Kirche. Und es gibt Leute, die sagen, naja, mit der Unabhängigkeit ist es manchmal etwas schwierig, wenn ich
da bezahlt werde von den Regierenden. Ja? Ja. Da wäre aber wie ist das mit der Entweltlichung der Kirche? Die Kirche sollte frei sein für den Glauben, sie sollte von der Welt frei sein, damit sie in der Welt kräftig wirken kann. Aber man muss eben auch sagen, dass mit der Kirchensteuer unglaublich viel Gutes gemacht wird. Zu 5 bis 10%. Aber ein bisschen mehr. So, jetzt stimmt der Geißler sagt die ganze Zeit Fake News. Das stimmt nicht. Das mit dem Arbeitsrecht, da haben Sie absolut recht. Die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen auch streikfähig gemacht werden. Das ist völlig klar. Da sind beide Kirchen, vor allem die evangelische Kirche, völlig auf dem falschen Dampfer. Das lässt sich nicht halten. Aber jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich bin Vorsitzender einer Sozialstation, einer ökumenischen Sozialstation. Diese Schwestern und die Schutzzeit, die kriegt nicht einen Cent vom Steuerzahler, sondern es wird finanziert von der Pflegeversicherung, von der Krankenversicherung, von den Beiträgen, die die Leute, wenn sie gesund sind, bezahlen, damit sie versorgt werden, wenn sie krank werden. Und es ist bei unseren Krankenhäusern genauso. Nicht wahr? Die bekommen kein Steuergeld, sondern sie bekommen ihre Finanzierung, die laufenden Beträge, ich war durch die Beiträge in der Krankenversicherung. Das kommt dann bekommen Sie. Warum reden Sie? Na, weil er sagt, sein Argument ist ja, das wird bezahlt einmal von dem Steuer, zweitens aus Kranken- und Pflegeversicherung, aber das Arbeitsrecht wird dann trotzdem kirchlich gemacht. Das ist ja etwas, die Erfahrung haben Sie auch gemacht, Frau Kalvers. Ja, also vor allen Dingen ganz konkret in Krankenhäusern. Also erstens weiß ich es von Patienten. Mhm. Dass zum Beispiel Homosexualität nicht geoutet werden darf. Zum Beispiel gibt es natürlich auch keine partnerschaftliche Beziehung. Also das heißt, man kann nicht heiraten. Verpartnerung also. Aber Verpartnerung ist nicht zulässig. Ist nicht zulässig. Also, Entschuldigung. In der katholischen Kirche. Und aber auch, dass man im Grunde genommen in katholischen Krankenhäusern konfrontiert wird mit Jesus Christus, der in jedem Zimmer hängt. Und ich habe einen Fall erlebt, wo wirklich auch ein Priester bei einer Bekannten, die im Sterben lag, gekommen ist und hat ihr, obwohl ich sagte, sie ist nicht gläubig, die letzte Ölung gegeben. Sie ist hinterher noch mal wach geworden und ich habe es erzählt, sie hat sich schwerst empört, dass man die letzte Ölung bekommen kann, ohne dass man damit einverstanden ist. Das heißt also, diese Übergriffigkeit durch Symbole, die dort hängen, die Übergriffigkeit durch Handlungen von Priestern, also ich muss jetzt die protestantische Kirche jetzt wirklich da rausnehmen, das ist mir nicht begegnet, oder eben auch die Eingriffe in die persönliche Lebensführung durch arbeitsrechtliche Tatbestände, halte ich für absolut übergriffig. Und das heißt also, wir sind noch weit davon entfernt, eine echte Trennung, wenn ich Ihnen folge, von Kirche und Staat zu haben. An diesen Stellen jedenfalls ist es nicht erfüllt. Wenn die Kirchensteuer abgeschafft würde, womit würde man dann noch zurechtkommen, Frau Kessler? Also ich denke, es würde sich sicher viel verändern. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so geängstigt, dass ich sage, die Kirche geht unter, wenn die Kirchensteuer abgeschafft wird. Aber natürlich würde die Kirche sich sehr verändern. Da muss ich nur sagen, vor einer veränderten Kirche habe ich keine Angst. Aber solange wir die Kirchensteuer haben, können wir natürlich sehr viele Kitas und anderes unterhalten und sind in der Welt sind wir eine sehr reiche Kirche, die natürlich auch viele andere Kirchen in der Welt, in Nigeria, sonst unterstützt. Aber ich muss sagen, wenn diese Diskussion kommt und ich bin dafür, dass sie auch geführt werden muss, dann würde ich trotzdem sagen, dass die Kirche nicht nur in der privaten Nische ist, weil das hielt ich für gefährlich, wenn die Religion nur noch ins Private abgedrängt wird, weil dann können wir solche Diskussionen über Religion im öffentlichen Raum gar nicht mehr führen. Und die katholischen Krankenhäuser ist das Kreuz meines Erachtens notwendig und ein Zeichen der Erlösung. Und das darf da nicht verschwinden. Ich sehe, da gibt es trotzdem die Welten trennen uns noch. Letzte Frage an alle, beziehungsweise ausgenommen an Frau Käsmann und Herrn Lohmann. Morgen ist Fronleichnam. Wer weiß von Ihnen, was da gefeiert wird? Frau Kalvers, was wissen Sie es? Ich denke gerade darüber nach. Ich glaube, dass das Leib Jesu, also die Körperhaftigkeit Jesu wird gefeiert. Fronleichnam. Oder das Leiden. Fronarbeit ist ja. Es hat was mit Leichen zu tun. Es ist das Fest Corpus Christi, Eucharistie. Wir glauben als Katholiken, dass es nicht nur Brot ist, sondern dass Christus selbst gegenwärtig ist. Und das wird morgen gefeiert. Ja, genau, die Gegenwärtigkeit. Ja, genau. Gut, dass wir das auch noch mal geklärt haben für alle, die dies nicht mehr gewusst haben. Ich danke Ihnen sehr für eine lebhafte Diskussion heute. Ich glaube, der Glauben und die Religion werden uns beschäftigen in der einen oder anderen Weise. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir wieder da. Und ich möchte Ihnen noch sagen, jetzt kommt eine Reportage. Bauerfeind recherchiert. Woran glaubst du? Schönen Abend noch. Ich bin dabei. Was?